Wollen wir schon? Ja. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir haben mal wieder viel zu sehr aufgedreht. Nein, wir haben mal wieder die Filiale für uns alleine und nutzen natürlich jetzt die Zeit, um auch mal hier in der Filiale zu drehen. Und dachten uns, wir machen euch einfach mal ein Video mit Helmen, verschiedenen Helmen in der Kategorie bis 150 Euro. Viel Spaß! Wir kommen jetzt mal zu unserem, wir grasen mal so ein paar Kategorien für euch einfach ab. Wir fangen an, also wir zeigen euch heute mal Helme bis 150 Euro, Jethelme, Motocross-Helme, Integralhelme und Klapphelme. Und also alles. Vier Stück insgesamt? Bis 150 Euro. Hm? Machen wir. Okay. Und starten tun wir mit dem. Und zwar Nishua Jet 2. So. Ui. Sieht sehr klassisch aus. Ne? Mega klassisch aus, richtig geil. Vor allem hier das Logo. Ist edel. Sieht richtig edel aus. Auch hier mit der Chromkante. Richtig schönes Futter drin. Ist ein Fiberglashelm vor allen Dingen. Ist das rote Leder? Ja. Sieht irgendwie sehr edel aus. Und schön samtig weich oder kuschelig weich, wie ich immer sage. Wiegt 800 Gramm, ist ein ECE zugelassener Helm, also ECE 2205. Und ja, wie man so sieht, der trägt auch nicht so groß auf. Finde ich richtig cool, ist nicht ganz unwichtig, zumindest für die meisten Kunden oder für die meisten von euch, die halt Bock auf so einen Jethelm haben, weil sie eben halt irgendwie klassisch unterwegs sein wollen oder ein bisschen retro unterwegs sein wollen. Die haben eben halt nicht so den harten Bock auf so Lord-Helmchen-Kiste auf dem Kopf. Ne? Und wie gesagt, Fiberglashelm, wiegt 800 Gramm, ist zugelassen, hat einen Doppel-D-Verschluss. Ja. So, wer so eine kleine Upgrade-Variante haben möchte von dem, dann der nimmt, kostet auch keine 150 Euro, den NJX1. Der trägt natürlich, wenn man die beiden mal hier so aneinander stellt, ein bisschen mehr auf, weil, wie ihr schon seht, ihr habt hier so eine Sonnenblende integriert. Mhm. Die muss natürlich irgendwo Platz finden. So, und von daher ist der Helm von der Außenschale auch ein bisschen voluminöser. Muss man jetzt abwägen und sagt so, ich fahre eh immer mit irgendwie so einer Oldschool-Brille oder mit einer Sonnenbrille durch die Gegend und habe eben halt keinen Bock auf so etwas größeren Helm. Der nimmt den. Und ansonsten ist eben hier eine schöne Geschichte, wo einen die Fliegen eben halt auch nicht so schnell ins Auge ballern. Von diesem Helm gibt es aber noch verschiedene Varianten, haben wir hier unten stehen. Gibt es in so einem richtig geilen Cappuccino und klar in einem klassischen Schwarz. Finde ich super nice gemacht. Es ist echt schick. Mhm. So für so einen Jethelm bockt schon. So, hat der mit dem Visier hier, was hat der für einen Verschluss? Der hat einen Ratschenverschluss. Okay. Wie man hier sieht, oder auch nicht, der hat ja so einen klassischen Ratschenverschluss. Das ist auch so eine Geschichte, was ich immer nicht verstehe, so viele haben überhaupt keinen Bock auf Doppel-D-Verschluss. Ich weiß. Ich verstehe es nicht. Nee, man muss einen Helm damit gehabt haben und das mal gelernt haben, dass es überhaupt kein Problem ist. Weil ich sag mal, es sieht immer so schwer aus, aber es ist eigentlich mega einfach. Es ist so easy. Wir machen mal den nicht aktuellen Preis hier ab. Es ist so easy. Ihr habt den Helm, also ich glaube, ich habe das schon mal in einem Video gezeigt. Und ihr müsst wirklich nur ein einziges Mal hier durch beide, dann klappt ihr hier auf, führt den da durch und dann ist der Drops gelutscht. Dann könnt ihr das immer hier so hängen lassen. Ihr könnt den Helm, also der Riemen ist halt echt lang, deswegen gibt es ja auch nochmal einen Druckknopf, wenn ihr den quasi eingestellt habt, dass ihr den hier noch befestigt. Ich habe das definitiv schon mal gezeigt. Ja, mal so ein Helmverschlussvergleichsvideo gemacht. Stimmt. Boah, ist das lange her. Das ist sehr lange schon. Das ist sehr, sehr lange her. So, und ansonsten macht ihr das Ding immer auf und ihr könnt den Helm total easy einfach so auf- und absetzen. Das ist mega easy. So, und dann, man muss nicht jedes Mal da den Pummelkram machen, aber selbst da gewöhnt man sich irgendwie dran. Also von daher, ich finde die nicht schlimm. Irgendwie. Aber naja, jeder hat so seins. Der eine sagt, nee, kommt mir nicht ins Haus so ein Doppel-D-Verschluss. Ich will lieber Ratsche oder Ratsche. Keine Ahnung. Muss jeder selber wissen. Aber auf jeden Fall, ich finde es echt cool. Deswegen wollte ich es auch ins Video mit reinbringen. So, nächster Helm. Was wollten wir da machen?
Crosshelm, ne? In die Cross-Richtung mal gehen? Geh mal ein bisschen in die Cross-Richtung. Müssen wir da hinten hin? Ich merke gerade, es wären doch 5 Helme, die wir zeigen. Aber 2 aus derselben Kategorie. So, keine Ahnung, ob wir die schon mal im Video hatten. Ich glaube ja, nein, ja, vielleicht. Glaub, doch, hatten wir auf jeden Fall schon mal. Haben wir die mal mit drin. Aber eben halt ein Video bis 150 Euro, um alles abzufrühstücken, gehört der meiner Meinung nach einfach mit dazu. Und zwar der MTR X7B. Und da kannst du mal richtig schön nach oben, nach unten gehen. Den gibt es nämlich in richtig geilen, ballernden Farben. So, feiere ich persönlich auf jeden Fall. Ich mag den halt. Ist irgendwie so von den Farben her richtig geil. Ja, ist ein Crosshelm. So, da kannst du großartig nichts zu sagen. Der wird bei 160 nicht mehr geil im Wind liegen, weil ist er nicht für ausgelegt. Aber ansonsten ein richtig cooler Helm, geiles Design, richtig modernes Design auf jeden Fall. Austrittsöffnung für Luft, Einlass hier oben auch mit Moschendrahtzaun davor. Ist halt ein cooler Helm. Und Ding gibt es für echt eine schmale Mark, was ich persönlich sehr, sehr geil finde. Ohne Dekor gibt es vereinzelt noch so ein paar ältere Modelle. Liegt der nicht sogar weit unter 100 Euro? Der liegt... nicht weit, ja, nicht aber weit, aber der... Liegt unter 100 Euro. Der liegt unter 100 Euro. Okay. Die Preise schwanken ja. Es ist halt schwierig, euch jetzt Preise zu sagen, wenn ihr dann irgendwie auf unsere Homepage geht oder auf den Link. Wir verlinken euch die Produkte natürlich und dann kostet das Ding... Wenn wir sagen 79,99, dann auf einmal 83,65, keine Ahnung, ist das natürlich doof. Also von daher reden wir nicht über Preise, aber deswegen Kategorie bis 150 Euro. Mein Gott, quatsche ich schon wieder am Strahl. Ohne Luft zu holen. So, ja, ich habe eben gesagt, in die Kategorie fällt noch ein Helm. Und zwar für alle die, die jetzt nicht sagen, so, ich möchte jetzt keinen Motocross-Helm, sondern ich möchte so ein bisschen Mix haben, gibt es hier auch, jetzt zeigt man natürlich den Preis, Aktualität, nobody knows, MTR SX1 gibt es sogar mit Design und oben drüber auch noch mal mit Rot. Mhm. Ne? Also wer ein bisschen Farbe ins Spiel bringen möchte, ist halt ein richtig schöner Enduro-Helm. Den kann man natürlich auch umbauen zum Cross-Helm, wenn man das möchte. Ist alles im Lieferumfang enthalten. Und das Ding hat sogar ein richtiges Lüftungssystem, wie man sieht. Kinnbereich, Oberkopfbereich und hat sogar eine Sonnenblende mit verbaut. Ja, ist Pinlock vorbereitet, das heißt, wenn man sagt, ich möchte jetzt noch ein Pinlock Invisier haben, kann man das kaufen. Gibt es nämlich auch mit dabei. Ratschenverschluss? Und hat einen Ratschenverschluss, genau. Und die Crosshelme hatten? Crosshelme, Doppel-D. Ja, typisch. Der Ratsche. Ja. Man kennt es. Man kennt es. Ja, das zu der Kategorie auf jeden Fall. Wollte noch mit reinbringen, weil passt. So, auf jeden Fall. Spannende Sache, Integralhelme. Integralhelme. MTR S13. Gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wie man hier sieht. Gibt es auch ganz schlicht natürlich in Schwarz. Ja, wollten wir euch auch mit zeigen. Schwarz glänzend. Schwarz glänzend. Und genau. Schwarz matt. Ganz nee, schwarz matt ist ein S10. Ah, hier ist aber S13. Das der ist doch matt, oder? Genau. Ja. Ja. Schön. Für jeden was dabei auf jeden Fall, ne? Für jeden was dabei. Ja, die Helme, die wir euch heute in dem Video zeigen, haben einfach ein echt sehr geiles Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Also, ihr könnt die nicht vergleichen mit Helmen, die 500-600 Euro kosten. Das ist Quatsch. Ich denke mal, das ist klar, aber ich sage das immer ganz gerne dazu, weil manchmal denken viele... Wenn man sagt, die haben ein geiles Preis-Leistungs-Verhältnis, dass man die trotzdem mit denen gleichstellen kann, können die nicht. Die sind alle sicher, die haben eine ECE 2205 Prüfnorm hinter sich oder haben sie zumindest. Das heißt, sie wurden geprüft und haben halt ein geiles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, darum geht es. Ne? Also man kann auch mit den, es ist jetzt auch nicht so, dass man, was ich auch oft mitbekomme, dass man so kategorisiert. Sag ich jetzt mal. Also ein billiger Helm ist ja nur was für irgendwie für Fahranfänger oder für einen 50er Rollerfahrer. Das ist Quatsch. Ja. Definitiv. Natürlich, wenn ich 200 PS unter den Hintern habe, dann ist das
nicht ganz so einfach damit. Man kann natürlich damit auch 250, 280 fahren, aber von den Aerodynamikwerten ist ein Helm, der für solche Geschwindigkeiten dann ausgelegt ist, sage ich jetzt mal, der dann auch dementsprechend ab 400, 500 Euro aufwärts kostet, hat er natürlich ein ganz anderes Verhältnis im Wind, wie jetzt so ein Helm, der jetzt mal so um die 100, 150 Euro kostet. Ja. Das muss man immer wissen. Aber nichtsdestotrotz sind das richtig gute Helme vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Also MTR S13, auch wieder ein Helm. Hatten wir auch im Video auch schon mal, glaube ich. Ja. Pinlock vorbereitet, heißt, man kann hier ein Pinlock-Visier nachträglich auch zusätzlich mit reinbauen. Deswegen auch die Vorbereitung. Hat eine integrierte Sonnenblende mit verbaut. Plop, die auch richtig schön tief geht. Na, hier ist nochmal ein Atemabweiser mit im Lieferumfang enthalten, der optional ist. Und auch nochmal hier vorne dann nochmal ein Windabweiser mit dabei. Vernünftiges Lüftungssystem. Einfach ein richtig cooler Helm. Ich finde es vom Design ist das Ding auch echt schick geworden. Auch von der Außenschale her. Mhm. Mit einem kleinen Spoiler hier hinten drin. Hat eine vernünftige Visiermechanik drin. Also auch nicht so ein Klappergestell. Rastet auch vernünftig. Das sind also so Kleinigkeiten, die ganz oft, ich sage jetzt mal in der Kategorie bis 150 Euro, doch schon öfters mal von Herstellern so ein bisschen benachteiligt werden. Und ich finde, da ist einfach ein sehr, sehr geiles Gesamtkonzept entstanden bei den MTR S13. Ja, das dazu. Plus nochmal die Designs, finde ich auch geil gemacht. Also nicht, halt zu, dabei, nicht ne? zu krass, aber trotzdem schön modern. Ne? Ja. Ja. So. Klapphelm. Lass wieder. Jo. So, bei den Klapphelmen haben wir uns einen MTR K15 ausgesucht. Mhm. Den gibt es in verschiedenen Varianten. Wir zeigen euch jetzt mal einfach anhand des glänzend schwarzen, was das Ding kann. Wiegt so um die 1580 Gramm, das Ding. Also standardmäßig für einen Klapphelm. Ist als Klapphelm zugelassen und als Jethelm. Na, das ist auch nicht ganz unwichtig zu erwähnen. Hat eine integrierte Sonnenblende. Zack. Und ist auch wieder vom Visier her Pinlock vorbereitet. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf so ein Pinlock-Innenvisier, kann man das auch wieder käuflich erwerben. Halt, ein richtig cooler Helm für unter 150 Euro. Vernünftiges Lüftungssystem ist verbaut. Ein schickes Design. Das ist jetzt Größe M. Der ist jetzt auch nicht so wahnsinnig voluminös, möchte ich jetzt mal sagen. Na, da liegen ja auch. Hat einen Ratschenverschluss natürlich mit drin. Vernünftige Polster verbaut. Also auch wieder ein schöner Helm, wo wir uns gedacht haben, den nehmen wir einfach mal mit ins Video mit rein, weil er eben halt auch ein geiles Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Gut. Das auch schon. Natürlich ist das nur ein ganz kleiner Auszug von Helmen, die wir im Programm haben, in dieser Range bis 150 Euro mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn irgendwie nichts dabei war, was euch jetzt gefallen hat oder angesprochen hat, dann stöbert einfach bei uns mal auf der Homepage. Wie gesagt, wir verlinken euch die ganzen Artikel natürlich in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen zu den ganzen Sachen habt, die ihr jetzt gerade gesehen habt, dann haut es unten in die Kommentare rein. Ich danke mal wieder für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das, damit ihr kein Video mehr verpasst und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!